Und Leute, wie ihr es hier gerade seht, Celine hat sich jetzt hier gerade einen Brawl Stars Account erstellt. Und wir machen einfach ein Megabox Opening. Ich sag immer noch Max. Oh, was? Die Daumen und... Oh, was? Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, heute gibt es eine neue Folge mit Celine. Was geht ab? Hi. Hi. Und Leute, wie ihr es hier gerade seht, Celine hat sich jetzt hier gerade einen Brawl Stars Account erstellt. Und ich habe mir gedacht, was kann man denn hier auf deinem Account so machen? Und wir machen einfach ein Megabox Opening. Du hast wahrscheinlich gar keinen Plan, was das ist. Hast du irgendeine Idee, was es sein könnte? Vielleicht so ansatzweise? Vielleicht irgendwelche Boxen, wo irgendwelche Sachen drin sind oder so? Ja, genau. Also vielleicht hast du ja schon gesehen, das ist halt... Also wir wollen ja halt auf jeden Fall neue Brawler ziehen. Du hast ja gerade eben das Tutorial gespielt und ein bisschen dich schon mal hier mit dem Spiel beschäftigt. Aber dir fehlen jetzt auf jeden Fall neue Brawler. Und wir werden dir heute auf jeden Fall Megaboxen aufmachen. An der Zahl sind es jetzt 50 Stück. Beziehungsweise wir machen auch noch den Brawl Pass auf, also vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, so circa 50 Megaboxen. Hier seht ihr nochmal das Thumbnail von der letzten Folge mit Celine. Da habt sie tatsächlich Preise von Skins erraten. Ich bin mal sehr gespannt. Schaut euch das gerne nochmal an. Und ich würde sagen, jetzt überlasse ich dir hier die Macht. Ich glaube aber am schlauesten wäre es, wenn wir erstmal dir den Brawl Pass aufmachen. Also tipp du einfach mal. Also hier, ne? Genau, Brawl Pass und dann gehst du mal auf Aktivieren. Und dann 249, genau. Und nochmal tippen, perfekt. Und jetzt würde ich sagen, kaufen wir uns den erstmal durch. So, übrigens, Freunde, das Ganze mit Creator-Code Lukas. Lukas, gehen auf jeden Fall Grüße raus. Und wir werden das Ganze jetzt heute auf jeden Fall hier mit seinem Creator-Code machen. Tragt den gerne ein. Ihr wisst ja, meiner geht leider nicht mehr. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich sag jetzt mal, wie du vorgehen musst, weil wir wollen natürlich auch hier möglichst krasse Sachen ziehen. Also als allererstes machst du jetzt hier mal diese große Box auf. Ja. Und tipp da einfach mal durch. Und dann siehst du, na, an der ziehst du jetzt noch nichts. Ist tatsächlich so, dass du so vorgegebene Brawler ziehst. Das ist ein... Also die hier, ne? Genau, die große Box oder halt die kleine Box. Genau, du ziehst halt immer vorgegebene Brawler. Die auch, ja. Und das sind zuerst 2 Seltene und dann ein Super Seltener. Und das ist dein erster neuer Brawler. Was sagst du zu Barley? Den hast du gerade eben schon im Spiel gesehen. Ja, der hat mich getötet. Ja, der hat sich ein paar Mal getötet. Celine hat tatsächlich das erste Spiel verloren. 18:0, Mensch. Unglaublich. Da habe ich einmal nicht hingeguckt. Aha, der Boxer. Oh, jetzt hast du auch noch Jackie gezogen. Ist das gut? Ja, Jackie ist ein ganz nicer Bro. Es sind jetzt alle vorgegebenen. Also du hast jetzt den Boxer, Barley und Jackie. Die sind auf jeden Fall für den Anfang gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt würde ich sagen, ihr wisst das Prinzip, Freunde. Jetzt sammeln wir erstmal alle Münzen ein, alle Powerpunkte und alle Gems. Und dann machen wir erstmal kurz die Upgrades. So, Freunde, alle Brawler sind jetzt auf Power 7. Das ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, denn dann schaffen wir es vielleicht, 8, 9 oder 10 verbleibende zu ziehen. Das ist nämlich auch ganz geil. Wirst du gleich sehen. Und ja, ich würde sagen, ich überlasse es jetzt einfach mal. Und du darfst jetzt einfach mal deine ersten Megaboxen aufmachen im Brawl Pass. Genau, geh mal in den Brawl Pass rein, richtig. Und dann kannst du einfach mal anfangen mit der ersten Megabox. Also ich kann dir schon mal sagen, wenn da unten rechts am Ende eine 1 blinkt oder irgendwie, wenn da am Anfang eine 6, 7, 8, 9 oder 10 stehen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber jetzt in der Box müssen wir mal gucken, da ziehst du nichts raus. Also wie gesagt, am Ende, wenn hier diese Zahl unten rechts blinkt, dann ist das halt ein neuer Brawler. So, und das sind 6 verbleibende, das könnten sogar 2 neue Brawler sein. Gucken wir mal. Ja, es sind 2 neue Sachen. Erstmal ein Gadget für Jackie. Mhm. Und du ziehst mich. Was sagst du dazu? Ja, ist gut, sehr, ne? Knuffig. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Ich würde sagen, geh mal weiter in die nächste Megabox. Warte mal, wir haben gerade eine geskippt. Und zwar die hier, die kannst du jetzt mal als nächstes aufmachen. So, und nochmal 6 verbleiben. Das könnte nochmal ein neuer Brawler sein. Oh, wieder 2 Sachen, lol. Oh, es sind sogar 2 Brawler. Einmal Rosa, die Boxerin, und Penny. Okay,
Was sagst du bisher zu deiner Ausbeute? Ja. Ja. Ja, also du kannst auch gerne. Was meinst du denn? Wer ist von den Brawlern, den wir jetzt gerade gezogen haben, wer von denen könnte der Beste aktuell sein? Du? Ja, Leute, ihr wisst es, ich push mich gerade auf 1000 Pokale. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Da gebe ich dir recht, dass ich hier der aktuell beste Brawler bin, den du hast. Wir machen die nächste Megabox auf, die bei Stufe 20. Und 5 verbleiben, das wird jetzt wahrscheinlich kein neuer Brawler sein, nee. Wir machen mal eben ganz kurz ein paar Upgrades, Freunde. Und let's go, nochmal 6 verbleiben, ne? Sehr schön. Und was siehst du jetzt? Was schätzt du, einen neuen Brawler oder ein Gadget? Ein Gadget ist dieses grüne Symbol gewesen, das ist jetzt nicht ganz so nice. Ein neuer Brawler wäre cool. Gadget. Okay. Richtig geraten, okay. Übrigens, unten in der Ecke seht ihr auch gerade schon, wie viele Punkte Celine gerade schon hat, wie viele neue Brawler sie schon hat. Hier nochmal ganz kurz der Einblender, wie viele Punkte es für welche Brawler und so weiter gibt. Jetzt sagen wir, weiter geht's. Wir sind bei der 40er Megabox und bisher geht's noch von der Ausbeute. Nochmal 6 verbleibende, sehr schön. So, und wieder ein Gadget. Ach Mensch. Okay, nochmal 6 verbleibende, nice. Und wieder ein Gadget. Ey. Okay, im Brawl Pass haben wir jetzt alle Megaboxen aufgemacht, Freunde. Das heißt, jetzt geht es zu den normalen Megaboxen. Also, wir haben hier eine Angebots-Megabox. Siehst du die da? Für 60 Juwelen. Mhm. Die kannst du dir schon mal gönnen. Und wieder 5. Mensch. Leute, schreibt mal Hashtag wir brauchen mehr Glück für Celine in die Kommentare. Oh, genau, ja, bis wir keine Diamanten mehr haben, beziehungsweise bis wir halt einen neuen Brawler erst beziehen. Oh, lol! Beziehen wir es bei 5 Verbleibenden. Aber nur ein Gadget. Ah, 6 Verbleibende, okay. Ich drückte die Daumen und wieder ein Gadget. Hä? Wir haben doch gefühlt gar keine Gadgets mehr, oder bin ich gerade irgendwie lost? Okay, die nächste Megabox. Und nochmal 6 Verbleibende. Jetzt aber kein Gadget mehr. Schritte die Daumen, das wird jetzt Shindy. Hä? Gadget. Wir haben noch ein Gadget. Und 6 verbleibende. Jetzt bitte nicht das Gadget, was ich gerade gemacht habe. Nicht bitte das Penny-Gadget, ey, wirklich. Das wäre frech. Und oh, du ziehst Daryl. Was sagst du zu dem? Wie sieht der aus? Da habe ich doch letztes Mal in Skinpreis geraten, ja. Gib mal eine Meinung, wie sieht der aus? Als was würdest du den bezeichnen? Als Fass. Ja, ist richtig, 100 Punkte. Ah, und du hast auch 6 verbleibende, sehe ich gerade. Jetzt aber neuer Brawler. Ich drücke dir die Daumen, du ziehst jetzt vielleicht, warte. Ja. Du ziehst jetzt, Max. Okay. Oder den ersten Brawler, Rico. Wir müssen aber noch mal einen Knaller ziehen. Wir haben bisher noch keinen richtig krassen Brawler gezogen. Also noch nichts über super selten aktuell. Okay, du hast sogar auch eine ganz gute Wahrscheinlichkeit für den legendären Brawler. 0,11. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also, wer weiß, vielleicht schaffst du es ja heute noch. Du hast noch halt noch keinen krassen Brawler gezogen. Ja. Das heißt, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Leute. Ich gucke mir das jetzt hier auch an, das Spektakel. Da sind wieder 5 verbleibende. Aha, 6 verbleibende und ich bin mal gespannt. Wieder, ey, das kann doch nicht sein, Freunde. Ich probiere gleich auch mal eine Megabox aufzumachen, Freunde. Oder du ziehst jetzt was Nices bei 6 verbleibenden und Karl. Nee, Karl ist immer noch nicht ganz so nice. Den haben wir... finde ich niedlich. Ja, stimmt, Karl ist auch cool, aber jetzt haben wir halt alle Low-Brawler gezogen. Ab jetzt kann nur noch was Krasses eigentlich drin sein. Aha, 6 verbleibende und jetzt aber. Jetzt brauchen wir nochmal einen Knaller, Freunde. Was tippst du? Ich sag immer noch Max. Oh, was? LOL! Du ziehst einfach mal Sprite. Der ist auch süß. Ja, das stimmt. Sprite ist auch auf jeden Fall ein nicer Brawler. Den gab's auch hier als Angebot. Und du hast ihn jetzt ja einfach mal gezogen. Oh, 6 verbleibende. Jetzt kann noch mal was Nices kommen. Ich drücke dir die Daumen und... Oh, was? Du ziehst doch mal Genie.
LOL, einfach mal zwei mythische vor überhaupt den epischen Brawlern, Freunde. Was geht ab? Und das ist auf jeden Fall auch ein, der ist immer lost, in den Animationen zumindest. Okay, der Genie. Ist auch süß. Ja, das stimmt. Okay, du kannst mal weitermachen. Du hast, glaube ich, noch eine Box. Nee, nein, keine. Wir haben keine Box mehr. Warte mal, dann schauen wir nochmal kurz. Okay, übrigens, ich gebe dir nochmal einen Tipp, wenn ein neuer Brawler kommt und am Ende ist die Farbe gelb, dann darfst du auch gerne ausrasten, weil das ist dann richtig krass. Okay. Aber rot ist auch schon nice. Rot ist halt mythisch. Das ist, also du meinst den Hintergrund? Ja. Und okay. So Regenbogenfarben, der Hintergrund ist auch gut. Das ist halt chromatisch. Aber jetzt haben wir hier auch in dem Angebots-Package, was ich gerade nochmal geholt habe, auch noch nicht so viel Glück. Letzte Megabox jetzt. LOL! Sieben? Ja, moin. Das sind jetzt safe zwei neue Brawler eigentlich. Und? Nee. Gadget. Gadget und? Oh! Oh, Pieper! Die ist auch süß. Aber ja, das bist du. Aber habe ich letztes Mal auch nicht richtig geraten. Ja, das stimmt. Du hast jetzt mal noch eine Sache richtig geraten. Schon eigentlich ziemlich traurig. Spoiler, ich habe versagt. Ja, ja. Und oh, Pieper, hast du jetzt wenigstens nochmal gezogen. Das passt ja zu dir. So, und... Ach Leute, wir haben noch eine Box. Okay, nochmal sechs. Eieiei, jetzt geht's ja aber los, Freunde. Bin mal gespannt. Und... Oh, die Kneipenschlägerin. Also Leute, wir können jetzt sogar noch viermal eine Star Power ziehen. Und ich habe hier tatsächlich die Boxerin gerade abgegradet. Also wir haben ja auf jeden Fall nochmal gute Voraussetzungen für die letzten paar Boxen. An der Zahl sind es noch drei Stück, nochmal was Krasses zu ziehen. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Let's go! Und erstmal fünf. Wo wir so viel ziehen können, sogar schon Star Powern. Mensch, wie weit ist es denn gekommen? Und jetzt kommt die letzte Megabox, Freunde. Letzte Megabox. Jetzt entscheidet sich nochmal. Schaffen wir jetzt noch was Krasses zu ziehen? Nein. Fünf verbleibende. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz die Ausbeute an, Freunde. So, insgesamt haben wir dann 13 neue Brawler gezogen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben zwei mythische mit dabei, zwei epische. Also ich bin mal gespannt, wann du es hier schaffst, deinen ersten legendären Brawler zu ziehen oder deinen ersten chromatischen. Danke auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Leute, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal Hashtag mehr Luck für Celine in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Bis dann, Leute, und ciao. Ciao. Tschüss.